Hallo, mein Name ist Frank und ich bin der Coach hier in der Academy und ich leite dich durch diesen Kurs. In diesem Online-Kurs greifen wir gleich mal zwei wichtige Themen auf. Zum einen den Synology-Kalender. Damit kannst du dann deine Termine und deine Besprechungen oder Meetings im Team, also in der Firma oder vielleicht auch in der Familie, wenn ihr eine große Familie seid, könnt ihr das hier gemeinsam nutzen und könnt ihr eure Termine und eure Events gemeinsam planen. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil schauen wir uns die Synology-Kontakte an. Hier werde ich dir zeigen, wie du ein Adressbuch ja in deiner Firma umsetzen kannst, damit alle Mitarbeiter und alle Kollegen auch hier auf die gleichen Adressbestand zugreifen können. Doch bevor wir damit beginnen, erkläre ich dir ganz kurz, was dich in dem ersten Teil dieses Kurses erwarten wird. Damit ihr auch die ganzen Funktionen vom Synology-Kalender kennenlernen könnt, werden wir uns natürlich zuerst einmal anschauen, wie das Programm grundsätzlich funktioniert. Und wir wollen uns natürlich ansehen, wie man einen Firmenkalender, also eine zentrale Kalenderverwaltung einrichten kann. Deswegen werden wir hier einen Firmenkalender einrichten, der nicht nur aus dem lokalen Netzwerk erreichbar ist für die einzelnen Mitarbeiter, sondern vielleicht ist ja auch mal ein Mitarbeiter unterwegs und möchte halt eben auch aus dem Homeoffice oder wirklich von unterwegs aus auf diesen Kalender zugreifen. Deswegen schauen wir uns natürlich diese zentrale Kalenderverwaltung hier einmal genauer an, beziehungsweise wir erstellen uns hier einen zentralen Firmenkalender. Ja, und dabei geht es natürlich auch um die Konfiguration der Zugriffe. Also wir müssen ja die Zugriffe entsprechend verwalten. Ich zeige euch, wie die Zugriffe verwaltet werden, ja, und wie die komplette Konfiguration von so einem Firmenkalender funktioniert, damit ihr den produktiv für eure Familie oder auch für euer Büro, sprich für eure Mitarbeiter, einsetzen könnt. Du lernst also alle wichtigen Funktionen zum Kalender kennen und weißt am Ende auch, wie der Kalender mit Outlook, Thunderbird oder auch mit dem macOS entsprechend verbunden werden kann. Wenn du deinen Kalender fertig eingerichtet hast, dann können wir uns auch um die Kontakte und Adressen kümmern. Du wirst hier in unserem Kurs alles Wichtige rund um das Thema Synology Contacts lernen und bekommst von mir auch gleichzeitig noch spannende Hintergrundinformationen mitgeliefert. Du lernst also alle wichtigen Werkzeuge gleich im Detail kennen und kennst dann am Ende des Kurses sämtliche Einstellungen, Funktionen und kennst vor allem auch die unterschiedlichen Freigabeoptionen, die es hier bei Synology Contacts gibt. Du lernst also in diesem Kurs, wie du eine zentrale und vor allen Dingen auch sehr komfortable Kontaktverwaltung aufbauen kannst und richtig einrichten kannst. In diesem Kurs zeige ich dir auch alle wichtigen Systemeinstellungen und du lernst den Unterschied zwischen den privaten und den Gruppenadressbüchern. Du lernst natürlich auch, wie du die Zugriffsberechtigung richtig einstellen kannst, damit du deine mobilen Clientsysteme wie Outlook oder Thunderbird oder dein Mac, damit du diese auch in dein System mit einrichten kannst. Und damit du auch einen gesicherten Zugriff auf deine Kontakte gewährleisten kannst, wirst du natürlich hier auch alles zum Thema externen Zugriff lernen. Das heißt also, was ist Quick Connect? Wie wird das eingerichtet? Was hat das Ganze mit den Zertifikaten und dem dünnen DNS-Dienst zu tun? Also, du siehst schon, in diesem Kurs steckt eine ganze Menge drin. Ja, ich möchte gerne, dass du am Ende des Kurses sagst, okay, das war eine gute Idee. Ich weiß jetzt wirklich alles Wissenswerte, ja, zu dem Kalender, wie meine Kalender entsprechend konfiguriert und eingerichtet werden. Und ich weiß, wie ich in meiner Firma ein zentrales Adressbuch einrichten und verwalten kann. Die Voraussetzungen für diesen Kurs sind eigentlich relativ gering. Du brauchst also keine technischen Vorkenntnisse unbedingt, brauchst also nicht super viel Erfahrung mit der Synology, sondern das, was nötig ist, das zeige ich dir alles in diesem Kurs. Deine Synology sollte natürlich schon das DSM 6.2 oder DSM 7 oder noch höher haben, denn dann passen auch die ganzen Dialoge, die du hier sehen wirst, damit du das Ganze auch schnell für dich umsetzen und nacharbeiten kannst. Also, wenn noch nicht geschehen, dann solltest du dich jetzt unbedingt in den Kurs einschreiben und dann starten wir auch gleich mit der ersten Einrichtung von unserem Synology-Kalender.